Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Workers and Resources. Joa, wir sind fleißig. Wie gesagt, in der letzten Folge, ihr wollt eine Tankstelle, ihr kriegt eine Tankstelle. Ich baue hier eine Tankstelle hin, allerdings erstmal mit niedriger Priorität, weil der Schwerpunkt jetzt erstmal auf dem letzten Rest der Produktion hier liegt, dass wir im Frühjahr aussehen können und dann im nächsten Winter quasi die erste Nahrung produzieren können. Und je nachdem, wie viel wir halt übrig haben, vielleicht sogar noch ein bisschen Alkohol. Müssen wir mal gucken. Genau, wir haben schon zwei Müllverbrennungen quasi einmal rausgenommen. Die sind schon mal weg, die können wir eigentlich hier schon mal abreißen. Weil eigentlich brauchen wir die ja nicht mehr. Ja, das heißt, wir haben wieder ein bisschen Platz geschaffen. Dann werden wir kurz einmal die Straßen wieder rausnehmen und dann haben wir wieder ein bisschen freies Gelände. Genau, und dann können wir auch die normale Linie mit dem Müllkippen auch dementsprechend wieder entsorgen, weil ich denke, wir kriegen gerade so gut den ganzen Müll verbrannt, dass wir auch den Sondermüll einfach hier mit reinballern können, der aus den Krankenhäusern kommt, und dann wird ja auch mit verbrannt. Ich denke, das sollte nicht das Problem sein. So, Touristenvisa läuft gerade. Ich forsche gerade nicht so viel, weil ich brauche nicht so viel forschen. Hier können wir auch mal ein bisschen runterschrauben, sehe ich gerade. Ja, so viel brauchen wir tatsächlich gerade gar nicht. So, da ist noch nichts angekündigt, weil wir noch nichts brauchen, weil erstmal der Rest hier unten fertig gemacht werden muss. Soll. Was erstmal ein bisschen Priorität hat. So, wie sieht es beim Kornspeicher aus? Asphalt ist fast. Naja, okay, da fehlen noch 14 Tonnen. 14 Tonnen Beton fehlen noch und 26 Tonnen Kies fehlen noch. Ja, und das Problem ist aber auch hier oben, einen Weg runter, also Dinge so runter zu bauen, ist gar nicht so einfach. Weil ich möchte das ganz gerne auch ein bisschen ordentlich machen. Deswegen. Ja, und wie gesagt, ich hatte ja auch gesagt, das haben wir auch in der letzten Folge schon darüber gesprochen, größere Kipper zu bauen. Ja, bin ich bei euch. Größere Kipper zu bauen. Was ist denn das für eine Aussage? Zu kaufen. Wenn ich Platz habe. Und wir müssen noch ganz dringend noch ein Baubüro bauen. Das ist auch richtig. Das kommt auch noch dazu. Da haben wir noch viel zu tun. Aber hier nähert sich schon mal der Beton. Das ist schon mal sehr gut. Fahr bitte hier hin. Was ist das hier? Wasseranschlussstation. Aber ich weiß gar nicht. Habe ich Wasserabfluss? Brauche ich das überhaupt? Ja, ich meine, ich habe den Wasseranschluss. Dann bräuchte ich aber auch noch einen Wasserabfluss, oder nicht? Ja, aber nur er hier. Okay, das heißt, wenn wir jetzt hier eine Abwassertank hinbauen. Hohe Prio. Hohe Prio. Weil er braucht es nicht. Nur er braucht es. Genau, das heißt, wenn wir da aber... Ich glaube, da brauche ich dann auch nochmal eine separate Wasserabschluss, Abfluss, wie auch immer, Station hin, eine Abwasserleitung. Ich glaube, da brauche ich hier nochmal eine separate hin. Das ist, glaube ich, einfacher, als wenn ich jetzt anfange. Da habe ich die hingebaut, vielleicht kriegen wir da hier unten einfach irgendwie hin. Warte mal kurz. Schon wieder falsch umgebaut, ich Holzkopf, ey. Genau. Gut, das muss dann auf jeden Fall auch eine hohe Prio haben. Da nehme ich jetzt aber kein Dingens, ne? Dann nehme ich einfach jetzt hier einen Fußweg in Standard. Genau, zieh den einfach hier rein.
den einfach hier runter. Ja, das sieht auch gut aus. Wie gesagt, das ganze Ding kriegt dann eine hohe Priorität. Ja. Dass wir das Ganze dann auch schnell zuweisen können. Haben wir da Gefälle drin? Nicht viel, ne? Also wegen mit Abwasserpumpe oder ohne Abwasserpumpe, das ist dann wieder so die Sache, ne? Ich glaube, ich probiere es einfach erstmal ohne. Und das geht erstmal darüber. Finde ich, sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Baum so. Läuft. Und das setzen wir dann auch auf hohe Prio. Brauchen wir auch wieder einen Haufen an Kies für. Wir haben ja auch sonst keine Probleme. Hey, guck mal, jetzt fehlt hier nur noch ein bisschen Asphalt. So, hier wird fleißig geackert. Hier noch 2 Tonnen Kies. So, da ist ein Feld noch nicht zugewiesen, nämlich das hier. Das können wir jetzt auch noch zuweisen. Ich bin aber überlegen, ob ich hier nicht vielleicht noch eins hinbaue. Vielleicht ein so ein großes Feld. Ich weiß nicht, ob das zu groß ist, ey. Nee, lass mal die mittleren nehmen. Vielleicht bauen wir da nochmal 2 mittlere oder so. Machen wir nochmal hier. Einmal. Zweimal. Genau, hier nehme ich jetzt aber erstmal eine unbefestigte Straße einfach. Nee, warte mal, sorry, aber das, nee. Das machen wir dann doch ein bisschen ordentlicher, ne? Warte mal kurz, wir blenden das mal ein. Pass auf, wir ziehen den einfach hier raus. Machen das Ganze mal bis nach da. Den ziehen wir dann da rein. Nein, das war nicht schön, das war nicht schön. Sorry. Wir gehen ein bisschen weiter tiefer. Und machen das so. Und den... machen wir so. Das sieht dann schon ein bisschen besser aus. Genau. Und dann können wir die beiden jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Richtig, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, richtig. Ob 2 Traktoren das schaffen, das ist so eine Frage. Deswegen würde ich ganz gerne, glaube ich, nochmal ein bisschen was für die Aussaat holen. Ich nochmal einkaufen. Dann würde ich fürs Ernten noch einkaufen. Und ich würde noch einen für die abgedeckte Ladefläche kaufen. Und dann schauen, ob das Ganze reicht oder ob das eben nicht reicht. Ja, wichtig ist jetzt erstmal Strom, ne? Und dass die ganze Wassergeschichte ans Laufen kommt hier. Nun, das heißt, das hier muss eine hohe Priorität noch kriegen. Stau, scheiße. Fahrzeug muss betankt werden, keine Tankstelle in Reichweite. Was fährt ihr auch darüber, wenn der Tank voll ist? Ist der doof? Kriege ich den jetzt noch weg? Gute Frage. Kriege ich den jetzt noch weg? Lass ihn aber da stehen. Mir doch egal.
Nee, das ist ja auch nicht so ein Zweck der Sache. Aber okay, das heißt, wir bräuchten hier hinten, glaube ich, auch eine Tankstelle, ne? Ja, ich glaube, das wäre nicht schlecht, wenn wir hier auch eine kleine Tankstelle in Morn. Bereich zum Tanken anzeigen. Okay, also in dem Bereich könnte er tanken. Also ich hätte da jetzt eine Idee. Passt auf, wir könnten jetzt Folgendes machen. Ich baue jetzt hier unten nochmal kurz eine kostenlose Tankstelle hin. Jetzt übergangsweise. Genau, lasse die dann mal eben von meinem Büro befüllen. Und wo ist es denn? So, und dann sollte der jetzt auch losfahren. Tut er auch. Und dann holt er Treibstoff jetzt. Guck mal, die leert sich auch langsam. Die ist bei 33%. Hält sich alles in Grenzen. Das ist alles super. Den Sondermüll kriegen wir dann auch gleich weg. So, wie läuft es denn hier gerade? Also da ist schon mal alles für da. Da geht es gleich in die zweite Bauphase. Da brauchen wir 323 Tonnen Beton. Alter, Alter. Jetzt können die Betonlaster mal zeigen, was sie drauf haben. Genau, jetzt können sie mal zeigen, was sie drauf haben, die Jungs. Und 97 Tonnen Stahl, das kostet richtig Schotter. Ein neuer Bus. Und das ist fertig. Das ist gleich auch fertig. So, dann müssen wir ganz kurz gucken. Bei den Werksverbindungen. Das geht ja quasi eigentlich alles in eine Richtung, ne? Einmal nach da. Das geht dann nach dahin. Und das geht dann, wenn es gleich fertig ist. Nach dahin, ne? Genau. Dann haben wir nämlich jetzt einen Durchfluss. Wo will er denn jetzt hin? Jetzt sagen wir nicht, er fährt zur Tankstelle. Ernsthaft jetzt? Ja, weil hier unten noch kein Sprit ist. Okay, er holt den Bagger ab. Da kommt ein Kran. Das war die Wasserpumpe. Wie gesagt, die beiden Wasserpumpen müssen noch fertig gemacht werden. Genau. Abwasser sieht gut aus. Da ist auch schon ein bisschen Material da. Gut, aber schwerpunktmäßig ist jetzt erstmal das hier angesagt, ne? Da kommt jetzt erstmal Stahl und Beton ohne Ende. Und wenn das Material natürlich da ist, brauchen wir Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter. Wir haben gerade 17% Arbeitslosigkeit wegen fehlendem Arbeitsplatz. Das kann schon mal gar nicht sein. 61 Leute. Also wir könnten. Ich habe doch... Könnte noch einen Bus kaufen. Komm, wir kaufen noch einen Bus. Gesamtkapazität 82. Ah, der fährt ein bisschen schneller. 60 Passagiere. Komm, wir kaufen davon noch einen Bus. Dann haben wir drei Busse, die dann die Leute quasi versorgen können, dass sie abgeführt werden. Und was wir auch noch brauchen, fällt mir gerade ein, wir brauchen noch die Geheimpolizei. Das ist einmal die, oder? Ah, ich glaube, die kleine reicht eigentlich, ne? Können wir die noch irgendwie daneben bauen hier? Drehen wir die Karte. So,
Aber bei denen ist ja, glaube ich, die Reichweite spielt da ja keine Rolle, ne? Pass auf, ich setze den nochmal. Ja, wohl, ne? Lass mal so. Da ist Abwasser mit drin, Wasser mit drin. Strom, Heizung. Alles am Start. Okay, bauen wir mal. So, dann brauchen wir aber hier eine Kiesverbindung, die auf niedrige Priorität geht. Dasselbe machen wir dann einmal hier. Dasselbe machen wir einmal da. Und dann ziehe ich hier nochmal eine Verbindung rein. Genau, und das hier wird aber auch auf komplett niedrig gesetzt. Niedrig. 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 Weil das muss noch nicht gebaut werden. Wir haben jetzt erstmal andere Baustellen. So, wie sieht es bevölkerungstechnisch aus? Wir haben 19 Leute, die immer noch bei den Ellis wohnen. Ah, Mann, Mann, Mann. Das ist echt eine Heidenarbeit, ne? Und hier fehlt so viel Beton, ey. So, da ist schon mal ein Teil schon mal da. Okay, das sieht schon mal auch gut aus. Da ist der erste Part schon mal abgeschlossen. Aber das ist so krass, an was man hier alles denken muss, ne? Das ist so heftig. Aber gut, so ist das halt. Aber es nimmt langsam Form an. Das ist das Wichtigste. Aber wir brauchen hier so viel Beton, ey, und Stahl vor allem. Also meine Betonlaster fallen, glaube ich, gerade nonstop. Ja, ich glaube, die fahren hier. Guck mal, was hier alles ankommt. Alter. Bup, 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 bup. Stahl, 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 Beton, Beton. Ja, das wird dauern. Aber mir ist das hier eigentlich extrem viel wichtiger, dass das Ding gebaut wird. Ich will mich überlegen, ob ich das mal kurz auf Mittel runtersetze. Dass wir erst zumindest den Strom schon mal fertig, weil dann können die schon mal aussehen. Weil ohne Strom wird uns das Ganze hier, glaube ich, nichts bringen. Ja. Deswegen setze ich den, glaube ich, erstmal noch auf Mittel hoch. Auch wenn er jetzt gerade ein ganzer Haufen kommt. Aber das ist mir hier tatsächlich ein bisschen wichtiger. Weil wir haben schon Februar, ne? Das ist das Problem an der ganzen Sache. Wir haben schon Februar. So, wir können ja nochmal ganz kurz einmal bei unserem Kredit gucken. 170.000 haben wir schon bezahlt, 839.000 müssen wir noch. Es wird eng, Freunde, es wird verdammt eng. Aber wir können jetzt immer zur Not noch 1,8 Millionen Rubels leihen. Okay, da kommen jetzt schon mal Fahrzeuge. Er hat schon mal verstanden, dass hier ein bisschen was geliefert werden soll. Das ist schon mal gut. Okay. Denken wir, dass er jetzt den Stahl oder Ziegel liefert. Irgendwas davon auf jeden Fall.
Das teuerste ist gerade den Stahl, den wir einkaufen. Der kostet richtig Geld. Das ist echt schwierig. Hat sich das eigentlich hinten mit dem Bus erledigt? Fällt mir gerade ein. Ja, der Bus ist wieder unterwegs. Der rollt wieder. Das ist schon mal sehr gut. Okay, das ist auch noch nicht fertig. Kriegen das Lager nicht leer, ne? Da sind 330 Tonnen Bretter drin. So crazy. 25 Tonnen Beton liegen hier, 60 Tonnen Stahl. Also Stahl ist fast komplett da, ne? Das Einzige, was wirklich extrem viel fehlt, ist noch Beton, ne? Ja. Aber das muss ja auch nur zum Herbst fertig werden. Das ist ja... spielt ja dann keine Rolle. Das muss im Herbst, sobald die, die Erntezeit beginnt. Ab da muss es fertig sein. Das ist, ist wichtig. So, und da fehlt dann gleich noch ein bisschen Stahl. Wie sieht es da mit dem Stahl aus? Der ist auch schon auf dem Weg. Das ist schon mal sehr ordentlich. Ja? Da kommen schon mal Ziegels. Dann sind die jetzt auch schon mal da. So, und dann haben wir jetzt noch einmal Bretters. Und Stahl ist auf jeden Fall auch schon mal auf dem Weg. Das ist schon mal sehr gut. Genau, so. In der Zeit, wo ja sonst nirgendwo Beton gebraucht wird, können die ja den Beton hier reinpulvern ohne Ende. Das ist ja dann erstmal nicht so dramatisch, weil die Betonmischer werden ja momentan sonst nirgendwo gebraucht. Und dann können die ja liefern, 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 ne? Weil mal 10 Tonnen bringen die. Das heißt, die müssen mindestens noch 21 Rutschen fahren jetzt gleich, ne? Und das ist ja mal nicht gerade wenig, ne? So, wie sieht's aus hier? Wo bist du? Ah, geil. Jetzt gibt es wieder ein bisschen Tempo in die ganze Geschichte. Das ist schon mal ein Traum. Da sieht man erstmal, wie krass der Höhenunterschied eigentlich hier ist. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das wäre viel weniger gewesen. Crazy. Ehrlich. Ich dachte, das wäre weniger gewesen. So, jetzt fehlt hier nur noch Personal. Personal fehlt hier noch. Dass der Scheiß fertig gebaut werden kann. Und dann haben wir hier auch Strom. Okay, da kommt gerade ein Betonmischer. Hier fehlen noch 90 Tonnen Kies. Aber gut, der Kies wird sonst, glaube ich, auch gerade woanders nirgendwo gebraucht. Ne? Deswegen sind die Kipplaster da eigentlich auch ganz gut unterwegs, dass das gut funktioniert. Und da die aber hier noch keinen Treibstoff haben, weil ich weiß nicht, fällt der von an. Ja, wir brauchen dringend Strom. Das muss jetzt hier fertig werden. Ah, komm, da kommt ein Bus. Ja, kommt da. Jawohl, da kommt ein Bus. Wo ist der Bus? Der fährt gerade die Leute erst holen. Nein. Thank you.
Egal. Es ist auf jeden Fall schon mal ein Bus unterwegs. Das ist die letzte Baustelle und dann kann die Ausfahrt beginnen. Mit dem Wasser, das kommt auch. Geduldig bleiben. Hauptsache ist erstmal Strom. So, und da fehlt auch nur noch Personal, glaube ich, ne? Ja, da ist aber ein Bus auch unterwegs. Neue Chance, letzte Chance zum Kauf. Eine G8-Lokomotive, okay. Arbeitslosigkeit hält sich in Grenzen. Bevölkerung ist zu 85% glücklich. Ist alles super. Also, deswegen lasse ich das einfach erstmal laufen. Arbeitslosigkeit, ja, liegt daran, wegen fehlendem Arbeitsplatz. Ja, einfach größere Busse kaufen und dann ist gut. So, wo ist er jetzt hier? Ist er jetzt auf dem Weg oder ist er jetzt nicht auf dem Weg? Wir schauen mal. Und da ist er. Gleich geht's los. Diese Kamera irgendwie ganz cool. Aber da merkt man auch wirklich mal, wie zeitintensiv das alles ist, ne? Das ist echt so, so krass. Neuer Fahrzeugtyp verfügbar. Flugzeug, brauche ich nicht. Nimm mich doch mal mit von Flugzeug. Hallo? Was denken die? So, jetzt will ich wissen, ob das funktioniert. Alter, die Hauchrohr gleich mal 50 Stück hier reingehauen. So, aber wenn das jetzt funktioniert. Guck mal, da sind sie am Säen. Die sehen tatsächlich schon. Wie geht denn das? Mit dieser Farm ist alles in Ordnung. Ernsthaft? Wie crazy! Wir sehen. Perfekt. Ja, geil. Dann können wir uns jetzt erstmal um das Abwasser kümmern. Und wenn das dann fertig ist, ja, hohe Priorität. Ja, perfekt. So, Freunde, aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen kurzen Cut, denn, die Arbeit ruft. Genau, und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Aber geil, dass dies mit der Ausfahrt jetzt funktioniert. Also das heißt, wir bauen jetzt schon mal an. Wir können jetzt im Laufe des Jahres hier den Kornspeicher fertig bauen. Und wenn das dann soweit läuft, bauen wir den ganzen Rest hier fertig. Dass dann Ende des Jahres die Produktion für Lebensmittel anläuft und wir dann dadurch vielleicht noch ein bisschen mehr Geld machen natürlich. Und ganz wichtig, erstmal viel mehr unsere Eigenversorgung erstmal sicherstellen. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal. Alles gleich, Freunde. Haut rein, habt einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.